Wir hatten gesagt, Massen und Mengen ist komplett neu. Das heißt, Sie wissen zu jedem Zeitpunkt der Planungsphase, könnten Sie genauso wie Sie auf das Eurozeichen klicken und sagen, kalkuliere mir das Haus und mach das Angebot, einfach sagen, gib mir entsprechend den Mengenauszug raus. So. Massen und Mengen, ich hatte es eingangs gesagt, bitte Achtung, entweder Sie haben es nicht, weil Sie es nicht gekauft haben, Sie haben es, weil Sie es gekauft haben, oder aber Sie haben es, weil Sie die Kalk gekauft haben. So, in dem Falle bedeutet es, wenn Sie es starten, werden die Massen und Mengen gestartet und Sie sehen jetzt die neue Oberfläche. In den neuen Massen und Mengen ist es so, Sie haben ganz links oben die Projektinformation. Projektinformation heißt Datum der Planung, Bauvorhaben, Bearbeiter, Flurgrundstück, Nachbarschaft, alles das, was Sie vielleicht auch in die freien Felder eingegeben haben. Unten drunter haben Sie Zugriff auf eine Vorlagenliste und diese Vorlagenliste haben wir Ihnen gefüllt mit insgesamt 37 Vorlagen. Rechts wird das Ganze entsprechend angezeigt. Diese Vorlagen sind zum einen in der Ordnerstruktur summierte Massen und Mengen zusammengefasst. Das ist für diejenigen gedacht, die nicht mit der Kalkulation arbeiten oder die vielleicht gerade in der Einrichtungsphase der Kalkulation sind und sagen, das, was sie aber momentan trotzdem nicht manuell machen wollen, ist mit dem Geodreieck messen und sich die Mengen per Hand zusammenrechnen. Hat ja kein Mensch Bock drauf. Na? Also hier kommen die summierten Massen und Mengen raus und diese sind im Ordner 01. Dann gibt es den Bereich 02 Bauelementlisten. Dort sind halt die ganz klassischen Bauelementlisten drin. Das heißt also Fenster, Türen, Rollläden, Klappläden, Lichtschächte, Außenfensterbänke, Innenfensterbänke und so weiter und so fort. Dann gibt es einen Bereich 03, das sind Elementlisten und zwar für den Rohbau. Das heißt, dort habe ich Wandelemente, Stürze, Decken, etc. etc. Und es ist so, es gibt hier unten wieder diesen Bereich 99 firmenspezifisch. Bitte Achtung, nochmal. Diese Sondergeschichte mit, ne, ihr könnt das in unseren Strukturen speichern, gab es nur für Symbole. Bitte, 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 wenn Sie sich dafür entscheiden würden, Vorlagen von uns zu nehmen und zu verändern. Hier oben gibt es Icons, unter anderem eins für Kopieren. Ja? Dann nehmen Sie sich die Vorlage, kopieren Sie die unter firmenspezifisch, ne, und machen dort die Veränderung. Wir gucken uns das gleich an. So, wenn ich jetzt hier einfach nur mal ganz kurz in den Inhalt reingehe und zum Beispiel sage, ne, summierte Massen und Mengen Rohbau, dann hätte ich jetzt hier meine Rohbauaufstellung und würde zum Beispiel sehen, wie viel laufende Meter Stürze habe ich insgesamt über Fenster und Terrassentüren ohne Rollläden? Wie viel Quadratmeter Brutto-Außenwandfläche habe ich im Haus? Wie viel davon sind 20? Wie viel sind 42, 5 stark? Wie viel Stürze habe ich über Innenwänden? Wie viel Quadratmeter habe ich Wandscheiben? Wie viel Quadratmeter habe ich Innenwände? 12,5, 17,5 und so weiter und so fort. Und diese Aufstellung können Sie mit einem einzigen mit einem Klick nach Excel rüberschieben. Ne? So, und ich sage einfach, er soll sie mir mal öffnen und ich sage, bitte, ne, gib mir nur die Tabellenobjekte rüber und keine Projektinformationen, dann sage ich speichern, sage überschreiben. Achtung, Sie müssen Excel haben dafür. Ja, so. Ja, sicherheitshalber gesagt. So, und dann habe ich eins, dann habe ich den kompletten Rohbauauszug meiner Mengen, die ich hier verbaut habe. Alle Kalkulatoren würden an der Stelle sagen, Moment, in der Spalte A stehen doch meine Positionsnummern. Und ich würde sagen, stimmt, klassische Gebstruktur. Gewerkenummer, Punkt, Gruppennummer, Punkt, Positionsnummer. Okay? So, dann haben wir halt die Texte und wir haben halt bei den summierten Ausgaben hier hinten entsprechend, ne, zum Beispiel die Gesamtfläche aller Bruttoaußenwände mit 260 Quadratmetern. Der Vollständigkeit halber, ja, wir haben Leute, die haben auch heute noch an VI automatisch Excel-Kalkulationen dranhängen. Warum sage ich heute noch? Wir hatten ja bis vor 18 Jahren in VI auch eine Excel-Kalkulation. Es war nur so, es wurde mir zu kompliziert. Ich habe das mit S-Verweisen und Makros nie verstanden. Deswegen haben wir es halt neu gemacht. Und es ist so, die Bruttowandfläche aller Außenwände hat immer die Nummer 010, 059, 013. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die da mit Excel, mit Makro oder mit S-Verweis unterwegs sind, können sagen, suche mir die Nummer hier vorne und lese mir aus der Spalte C halt die Menge aus. Das heißt also, ja, wir haben dort Kunden, die entsprechend diese Excel-Geschichten auch automatisiert haben. Ne? Nicht ein Zwang, aber eine Option. So. Und das,
Was dort genauso zur Verfügung steht, ist, wenn ich in die Dachkonstruktion reingehe, habe ich halt meinen gesamten Dachabbund, habe meine Dachuntersichten, meine Beplankung, meine Fetten, meine Sparren etc., habe bei meiner Dacheindeckung halt meine Fläche, meine Länge der Fürste, Fürstendkappen, gerade Gradanfänger, Walmkappen, gerade Ortgänge, ein-, zweiseitige Schnitte, habe beim Spengler die komplette Entwässerung und so weiter und so fort, immer mit der Möglichkeit, das Ding ganz einfach zu nehmen und nach Excel rüberzuschieben. Bei den Bauelementelisten, und jetzt sind wir bei allen Kalkanwendern, sind wir im Bereich 02. Und wenn ich dort jetzt mal auf die Fenster- und Terrassentüren gehe, dann sehen wir halt eins. Wir sehen, die sind in Gruppen geführt, Fenster einflüglich, Fenster doppelmehrflüglich, Terrassentüren einflüglich, Terrassentüren feststehend. Und dann steht halt da das Fenster mit der Nummer FE01. So. Und ich hatte ja gesagt, ich gehe davon aus, jeder von Ihnen hat auf der Liste, dass er in der Planung ganz einfach in der Lage ist, gehen wir bloß ein Stückchen näher ran, über Ansicht und Ansichtsoptionen zu sagen, ich will die Bauteilnummerierung einschalten. Ja, die könntet ihr theoretisch auch selber noch verändern. So. Und wenn ich das mache, habe ich halt alle Bauteile mit einer entsprechenden, ne, Nummerierungslogik durchgezogen, habe meine Fenster, Innentüren, Außenwände, Wandscheiben und so weiter und so fort, wenn ich ins Dachgeschoss gehen würde, Dächer, Decken etc. Und dort wären wir halt bei dem, wo ich sage, die Vorbereitung für Elementbestellungen, das wäre halt dann entsprechend der Ausdruck mit dieser entsprechenden Beschreibung. Und das, was ich mir hier jetzt als Elementliste anschaue, dann sehe ich halt, aha, Fenster mit der Nummer FE02 ist doppelflüglich 1,38 auf 1,38 und ist in der Außenwand 11 mit 37er Stärke und ist einmal vorhanden und zwar im Erdgeschoss. Okay? Und das, was ich hiermit genauso machen könnte, wäre, dass ich einfach sage, okay, zack, das Ding beame ich jetzt, ne, in meinen Excel rüber und mache die entsprechenden Detaillierungen. Und ja, das gibt es für Innenfensterbänke, Außenfensterbänke, Rollläden, blablabla, ne, für alles. So. Also, ne, würde ich jetzt in den Bereich 03 reingehen, habe ich halt die Stürze. Ich lade sie halt ganz einfach ein. Ich glaube, 80 oder 90% der Leute, die heute da sind, haben das eh bei sich drauf. Schauen Sie sich es einfach mal an. Ich habe die ganz, ganz starke Vermutung, dass der eine oder andere von Ihnen hier nochmal einen Mehrwert findet. Gestatten Sie mir aber, Ihnen noch eins deutlich zu sagen und zu zeigen. Ich bin nochmal auf Rohbau gegangen. Hier vorne sehen Sie jeweils Häkchenfelder davor. Technisch gesagt Checkboxen. So. Das bedeutet, wenn Sie sich das jetzt angucken und Sie sagen, die Anzahl der Fenster brauche ich aber in meiner Rohbauauswertung nicht, dann könnten Sie das Häkchen rausnehmen. Und wenn Sie die Anzahl der Haustüren auch nicht brauchen, weil Sie wollen nur wissen, wie viel haben Sie größer als 2,5 Quadratmeter, dann könnten Sie halt alles das rausnehmen, was eben nichts mit 2,5 Quadratmeter zu tun hat und hätten damit entsprechend das Ganze verändert. Und wenn Sie es jetzt nach Excel rüberschieben würden, wären halt die Varianten, die Sie ausgeklickt haben, ne, in dieser Übersicht gar nicht drin. Achtung, ich möchte Sie auf eins aufmerksam machen. Hier oben ist plötzlich nur mehr die Diskette aktiv, alles andere ist ausgeschaltet. Okay? Das heißt, das System überwacht logischerweise, was Sie tun und sagt, der ändert gerade eine Vorlage. Okay? Wenn Sie jetzt irgendwo anders hinklicken, ne, fragt der Sie, ne, Achtung, da sind noch nicht gespeicherte Änderungen vorhanden, möchten Sie diese verwerfen? Achtung, und ja, ist vorbelegt. Weil wenn es nein wäre, ne, oder möchten Sie die speichern, dann würden Sie aus Versehen alle unsere Vorlagen verändern. Okay? Also es kann nicht passieren, ja, ist vorbelegt. Deswegen nur, wenn Sie solche Veränderungen machen würden, wie ich das im Rohbau gerade angedeutet habe, dann bitte, ne, kopieren Sie sich das einmal unter firmenspezifisch, ne, und dann haben Sie halt Ihre eigenen Vorlagen, die von unseren Standards ein bisschen abweichen. Wichtig ist eins, der Mehraufwand, um diese Daten zu erzeugen, ist bei null. Ihr könnt ignorieren, dass VI kalkuliert, ihr könnt ignorieren, dass die Mengen ermittelt werden, ne, aber da sind sie. Ich lade euch ein, das nicht zu ignorieren, sondern einfach zu verwenden. Macht aus meiner Sicht Sinn.